Ich bin Rita. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept, und zwar mein allererstes Rezeptvideo. Ich hatte ja parallel ein anderes Video aufgenommen. Da ging es um das Thema Haut und Hautprobleme und wie ich über diese Probleme dazu kam, kein Fleisch mehr zu essen. Das ist das dritte Video, was ich überhaupt gemacht habe. Und ich hatte gesagt, dass ich parallel auch einfach mal ein Rezeptvideo mache. Und zwar geht es jetzt um ein ganz einfaches veganes Rezept, was mir sehr gut schmeckt und was wirklich kein Hexenwerk ist und auch nichts wie, was weiß ich, Weltbewegendes. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, dass auch veganes Essen gut schmecken kann. Ich koche uns nämlich eine vegane Wildpfanne ohne Wild. Beziehungsweise ich koche die für mich, aber ihr könnt dabei zugucken und vielleicht das mal nachkochen, wenn ihr Lust dazu habt. So, für diese Wildpfanne brauchen wir ein paar Sachen. Heute Morgen hier bei uns gibt es einen wunderschönen Wochenmarkt. Da bin ich gewesen, habe schöne Champignons gekauft. Wie man sieht, da hängt auch richtig noch Erde dran. Da habe ich also ein bisschen was zu putzen noch. Das zeige ich euch gleich. Habe Frühlingszwiebeln, die ich brauche. Dann normale rote Zwiebeln. Und das Allerwichtigste, das habe ich nicht auf dem Markt gekauft, aber das sind Maronen. Und zwar sind das schon vorgekochte Maronen. Ich möchte mir die Arbeit sparen, Maronen jetzt hier also frische Maronen zu kaufen, diese dann womöglich zu kochen und die Haut abzumachen, die Schale abzumachen. Das ist richtig viel Arbeit. Ich habe das mal gemacht. Man kann das machen, aber ich spare mir diese Arbeit heute. Vor allen Dingen ist jetzt auch gerade gar keine Maronenzeit. Ich koche sowieso anscheinend jetzt etwas, was eher so ein Herbstgericht ist, aber das finde ich jetzt zweitrangig. Also mir ist das eigentlich relativ Wurst, ob das jetzt eher im Herbst gegessen wird. Wurst. Ja. Dann habe ich noch Süßkartoffeln und Knoblauch gekauft. So, dann beginne ich mal damit, weil ich möchte ein Süßkartoffelpüree dazu machen. Dann beginne ich mal mit die Süßkartoffeln vorzubereiten. So, das heißt, ich schäle die. Zwischenzeitlich habe ich die Süßkartoffeln geschält. Da sind noch ein paar komische Stellen dran, da komme ich aber jetzt beim Schälen gar nicht so gut ran. Das mache ich gleich und die kleinen schneide noch weg. Hier ist besonders bei der hier. Und die Pilze habe ich geputzt. Das heißt, ich habe jetzt hier die Erde entfernt. Also hier ist immer so Erde dran. Und das habe ich entfernt, größtenteils, indem ich da was von abgeschnitten habe. Und ja, ich würde auf jeden Fall diese Pilze nicht waschen, weil die dann so schwammig werden und glitschig. Sondern einfach putzen, die Erde abmachen mit einem Messerrücken oder noch besser, wenn man hat, mit so einem Pinsel, das kann man auch machen. Und ansonsten finde ich, ist da auch nichts so gegen einzuwenden. Und dann fange ich jetzt mal an, die Süßkartoffeln klein zu schneiden. Das ist ja meistens nicht das allereinfachste Unterfangen, weil die immer so widerspenstig sind. Ich schneide dann immer erst so einen dicken Streifen hiervon ab. Eine dicke Scheibe, dann kann ich die besser auflegen. Ich möchte die in größere Würfel schneiden, dann geht es nämlich einfacher. Dann schneide ich jetzt einfach ein paar Würfel davon. Die werde ich dann gleich mit etwas Wasser aufsetzen, um die zu kochen. Ich denke mal, so 15 Minuten werden die brauchen. Das werde ich dann nachher einfach mal testen. So, nachdem ich die jetzt schon mal in grobe Scheiben geschnitten habe, komme ich auch besser an diese etwas komischen Stellen dran, um die dann hier zu entfernen. Die andere war etwas schöner als diese. Aber das ist nur oberflächlich, diese komischen Flecken. Hier ist noch was. Okay. Und hier auch. So. Das sieht auch noch nicht so schön aus. Jetzt schneide ich die auch nochmal.
Süßkartoffeln mag ich eigentlich als Alternative zu Kartoffeln auch sehr gerne. Die sind natürlich etwas süßer, aber es ist mal was anderes. Und soweit ich weiß, treiben die diesen Blutzuckerspiegel nicht so schnell in die Höhe wie ganz normale Kartoffeln. Insofern also eine gesunde Alternative auch zu normalen Kartoffeln. So, jetzt habe ich hier die Kartoffeln im Topf und jetzt gebe ich was Wasser hinzu. Ich persönlich mache das jetzt nicht so, dass die komplett von Wasser bedeckt sind, sondern wenn ich einen Deckel drauf tue, dann ist das auch in Ordnung. Dann werden die auch gar und es wird nicht mit so viel Wasser gearbeitet. Dann schwemmt man auch vielleicht nicht ganz so viel aus. Etwas Salz habe ich da hinzugefügt. Und dann stelle ich das Ganze mal an. So, und jetzt können wir uns um die Wildpfanne kümmern. Also meine Champignons, die werde ich jetzt auch mal grob in Würfel schneiden. Hier ist noch eine Stelle. Wenn da noch was dran ist, schneide ich das einfach raus oder ab. So. Ich mache mal kurz Schnitt. Ja, zwischenzeitlich habe ich die Champignons auch fertig geschnitten. Die habe ich jetzt erstmal hier in die Schale reingegeben. Und jetzt kommen die Zwiebeln dran. Ich habe jetzt einfach mal zwei schöne große rote Zwiebeln genommen, weil ich sowieso rote Zwiebeln bevorzuge, wenn es irgendwie geht, weil die einfach mehr Antioxidantien enthalten als weiße Zwiebeln. Also alles, was rot ist an Obst und Gemüse, hat grundsätzlich mehr Antioxidantien, weil das sind sozusagen die Antioxidantien, diese Farbstoffe. Wenn man Lebensmittel einkauft, Obst und Gemüse, dann kann man sich eigentlich schon an die Farbe so ein bisschen halten, wenn man sagen will, dass man halt besonders antioxidantienreiche Zwiebeln kaufen, Lebensmittel kaufen möchte. So, die schneide ich jetzt auch einfach mal klein. Ich bin übrigens der totale Hektikkocher. Das heißt, bei mir muss es immer schnell, schnell, schnell gehen. Das liegt aber einfach, das ist einfach so meine Art des Kochens. Und ja, das kann ja jeder für sich selber machen. Ich schneide mich dafür auch ständig. Oder verbrenne mich oder sowas, weil ich dann irgendwie zu hektisch bin. Aber ich will dann immer mal was ruhiger sein, aber eigentlich macht man dann die Dinge dann ja doch oft so, wie man veranlagt ist. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so einfach abgewöhnen. Also, oder ich kann es mir jedenfalls nicht so einfach abgewöhnen. So, sieht man ja schon, ne, dass ich das jetzt nicht total professionell mache und wahrscheinlich der eine oder andere denkt, oh, gleich ist ein Finger ab oder so. Also es muss erst auch nicht total fein sein. Es reicht, wir haben ja so viele Schichten, es reicht meines Erachtens. Ja, also ziemlich viele Zwiebeln kommen da rein. Dann habe ich wieder Platz auf meinem Schneidebrett für die Frühlingszwiebeln. Sind echt mega, sehen die aus. Die sind echt schön knackig und dick. Da schneide ich jetzt erstmal so diesen Wurzelansatz raus. So, das kann weg. Und die werde ich jetzt mal waschen gründlich. Mittlerweile habe ich die gewaschen und das Brett auch nochmal sauber gemacht, das Schneidebrett. So, als nächstes werde ich mich jetzt um die Maronen kümmern. Das ist so eine 400-Gramm-Packung hier. Die gibt es im Supermarkt, also so im Vollsortimenter sozusagen. Und ich brauche aber nur ein Päckchen davon. Das schneide ich jetzt mal auf. Die sind so vakuumiert und die sind wie gesagt schon vorgekocht. Die geben nachher so eine ganz schöne Konsistenz, oder die bekommen nachher so eine ganz schöne Konsistenz und geben so eine besondere Note. So,
brauche ich nicht. Jetzt schneide ich die auch nochmal einfach so ein bisschen in Stücke, also erst Scheiben und dann schneide ich es nochmal quer. Das geht eigentlich relativ einfach. Dann würde ich sagen, beginnen wir, indem wir jetzt die Zwiebeln schon mal anbraten. So, nehme ich ein bisschen Öl. Ich habe jetzt in dem Fall so ein bisschen heißer. Nehme ich einen Esslöffel Olivenöl ungefähr. So. Verteile ich das. Das ist für mich ausreichend. Ich esse oder wir essen generell nicht so super viel Fett. Das heißt, meistens reicht mir das, wenn ich dann einen Esslöffel Olivenöl benutze. Und Hauptsache, wenn ich den dann gut verteile, dann reicht das eigentlich aus. So, die Zwiebeln habe ich vorbereitet. Diese Zwiebeln, das sind ja die, die ich nicht brauche. Und das sind die gewaschenen. Die werde ich jetzt gleich auch noch schneiden. Sobald ich die roten Zwiebeln drin habe, habe ich ja hier wieder Platz. Wo habe ich meinen Küchenfreund? Hier. Das brauche ich jetzt. Und ja, ich kann die eigentlich schon reingeben. Warum nicht? Ich habe die Pfanne jetzt auf Stufe 8 von 10 gestellt. So, die können jetzt hier so ein bisschen anfangen, was von der anderen Zwiebel, anfangen herumzubrutzeln. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Frühlingszwiebeln. Dann nehme ich mir jetzt mal das Weiße vor. Also ich fange jetzt mal an, schneide ich mal hier so ein und dann zerkleinere ich das. Weil die kann ich dann mitbraten. So, und das Grüne von den Frühlingszwiebeln gebe ich dann ein bisschen später rein. Also das Weiße ist ja irgendwie zwiebeliger und das Grüne ist so, ja, so ein bisschen halt wie Schnittlauch, finde ich, so von der Konsistenz. Und das soll mir auch jetzt nicht total verbraten, deswegen kommt das erst gleich dran. So, das kann ich hier auch nochmal mit reingeben. Okay. Und brutzelt es hier auch schon schön. Ich verteile das immer ein bisschen noch so. Ja. Jetzt werde ich das gleich etwas karamellisieren, indem ich da etwas Süßes hinzufüge. In meinem Fall, ich nehme Dattelsirup. Das ist aber überhaupt nicht nötig. Ihr könnt auch was anderes Süßes nehmen. Zum Beispiel Agavendicksaft, das also habe ich auch im Haus. Wenn ich jetzt keinen Dattelsirup hätte, würde ich den nehmen. Und in absteigender Reihenfolge kann ich auch ganz normalen Haushaltszucker nehmen oder braunen Zucker oder irgendwas, was süß ist. Ich bevorzuge halt erstmal so natürliche Süße, die ich meistens auch im Haus habe. Und wie gesagt, wenn ich das nicht habe, in absteigender Reihenfolge, irgendwann landet man vielleicht bei Haushaltszucker, weil man nichts anderes da hat. So, irgendwie lustig, ich habe jetzt meine Knoblauch hier, irgendwie meine Knoblauchknolle, die ich vorhin hatte, sehe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich mir halt noch schnell ein anderes Knoblauch geholt. Das ist irgendwie so, ich habe ganz vergessen, wie das heißt, so Monoknoblauch oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist das so ein 1-Zehen-Knoblauch, das heißt, die ganze Knolle ist eins, ist eine einzige Zehe. Das schäle ich jetzt mal kurz noch. Irgendwo muss hier diese andere Knolle sein. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann man ja auch. Ich hatte die halt nur heute extra nochmal hier frisch gekauft, weil das irgendwie schöner aussieht. So, die gebe ich jetzt da rein. Klack, klack. Eins. Kommt unten schon was raus. Zack. Und die zweite Hälfte. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, eine so eine Knolle. So eine kleine. So. Das ist immer so eine klebrige Angelegenheit, finde ich, das Ding hier wieder sauber zu kriegen. Aber trotzdem
schneidet diese Knoblauchpresse, das ist gar keine Presse, sondern die schneidet irgendwie unheimlich toll. So, jetzt fängt jetzt hier auch schon richtig an, so anzurösten das Ganze. Ups, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Dunstabzug anmachen kann. Ich mache den mal auf ganz schwach, dass es nicht zu laut ist. Normalerweise würde ich den jetzt hier volle Elle anmachen. So, die Kartoffeln. Oh, das ist heiß. Ich mache gerade einen Handschuh. Die Kartoffeln, ja, brauchen noch ganz kurz. Die werde ich jetzt gleich mal testen. So, hier ist alles so wunderschön schon angeröstet, dass ich jetzt hier mit dem Dattelsirup anfange. Das Doofe an diesem Dattelsirup ist, dass der total schlecht rausgeht aus dieser, der ist so zähflüssig. Ich habe hier schon zwei angebrochene Pakete und ich kriege das überhaupt nicht richtig raus. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Deswegen nehme ich einfach noch ein bisschen Agavendicksaft dazu, so nach Gefühl. Und dann lasse ich das da drin so ein bisschen ankaramellisieren. Ja. Jetzt ist wahrscheinlich schon ziemlich laut, schätze ich. Diese Bratgeräusche. Das kann alles schon mal weg. Weg. So. Jetzt teste ich mal ganz kurz die Süßkartoffeln. Ob die schon gar sind. Ja, würde ich sagen, die sind schön weich. Das heißt, ich stelle die ab. Und ich gieße die auch ab. Und dann lasse ich die ein bisschen ausdampfen. So. Hier lösche ich jetzt ab mit so ein bisschen Balsamico-Essig. Das ist irgendwas, was wir mal geschenkt bekommen haben. I Frutati heißt das. Essigzubereitung mit Feigen. Ich schütte da jetzt mal was von rein. Leer. Und hier habe ich auch noch was. Irgendein Himbeer-Vincotto. Also es ist irgendwie so eine Art, also diese Sachen, die ich hier verwende, da kann man Balsamico-Essig nehmen. Ich verbrauche aber immer gerne auch mal diese ganzen Essige, die man sonst alle so ansammelt dafür. Und jetzt wird das hier so ein bisschen weich alles. Jetzt verdampft das Ganze. Und jetzt kommt noch ein Schlückchen Wein dazu. Damit lösche ich das auch ab. Okay, yes. So, das lasse ich jetzt so ein bisschen einkochen. Beziehungsweise, ich möchte, dass der Wein gleich verkocht ist, bevor ich dann die Maronen hinzugebe. Beziehungsweise Schnitt. Eigentlich wollte ich die Maronen vorher reingeben. Habe ich aber nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt werden die auf jeden Fall hier noch schön mitgebrutzelt. Kann passieren. So. Das heißt, jetzt kann das Ganze noch ein bisschen braten, bevor ich dann die Pilze dazu tun. In der Zwischenzeit nehme ich mir mein Süßkartoffelpüree vor. Ich brauche jetzt einen Kartoffelstampfer, etwas vegane Milch. Man kann natürlich, jeder kann Milch nehmen, die er will. Ich nehme halt gerne vegane Milch. Das heißt, ich stampfe das jetzt. Kann man das sehen? Ich halte das mal gerade. Boah, der Topf ist richtig heiß. Also die Griffe werden immer so heiß. Ich halte das aber trotzdem mal ganz kurz hin. Hier in die Kamera. So. Okay. Stampfe ich die mal kurz durch. Und gebe hier schon mal die ganzen Pilze dazu. Gut. Und ich stampfe noch ein wenig in der Zwischenzeit. Jetzt nehme ich meine
Ich habe hier so eine Hafer-Mandelmilch mir genommen. Davon gieße ich immer ein bisschen rein und stampfe das unter. Wichtig ist jetzt eigentlich nur noch bei diesem Süßkartoffelpüree Salz, Pfeffer und ein wenig Muskatnuss. Hier nochmal kurz. Oder? Ja, schön. Ich denke, ich kann jetzt gleich hier die Gewürze hinzufügen, die da drankommen. Salz, Pfeffer natürlich auch. Die stampfe ich nochmal. Hier werde ich aber jetzt auch mal schauen, dass ich hier mit den Gewürzen beikomme. Und vor allen Dingen meine grünen Zwiebeln. Frühlingszwiebeln. Schnipp, schnipp, schnapp. Okay. Mir ist auch was runtergefallen, das hebe ich später auf und tue es wieder rein. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. So. Okay, jetzt nehme ich auf jeden Fall Salz. Dann nehme ich in dem Fall etwas gröberen Pfeffer. Nicht zu viel, weil in dem besonderen, was jetzt gleich noch reinkommt, ist schon Pfeffer drin auch. Piment und so. Und zwar, jetzt kommt das Besondere. Wo ist es? Das ist Wildgewürz. Oh, ist nicht so schön. Davon nehme ich jetzt nicht allzu wenig. Ich bin aber auch eher eine Köchin, die viel würzt. Also vielleicht, also unsere Familie hat sich daran gewöhnt, vielleicht wäre es manchen etwas zu würzig. Aber ich mag das eigentlich gerne so, oder wir mögen es eigentlich ganz gerne, so ein bisschen mehr Würze. So. Jetzt habe ich Salz drin, Pfeffer drin und das Wildgewürz. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das ist ganz normal aus dem Supermarkt, so eine grüne Dose, so eine weiße Dose mit grünen drauf. Also sagen wir mal sowas wie Fuchs, aber ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man das jetzt hier an der Stelle sagen sollte überhaupt, was das ist. Aber Wildgewürz gibt es wahrscheinlich von ganz vielen Herstellern. So, jetzt kommt noch die Hafersahne hinzu. Das heißt, ich nehme da jetzt keine normale Sahne, sondern nehme Hafersahne. Okay. Dann nehme ich so ein ganzes, das sind 250 Milliliter, so ein ganzes Päckchen. Okay. Kann auch weg. Und jetzt sind wir eigentlich mit dem Essen fast durch. Da kommt jetzt noch was anderes dran, was Besonderes, das zeige ich gleich. Aber ich darf jetzt nicht vergessen, Muskatnuss in mein Püree zu tun. So, ich mache mal ganz kurz, habe ich einen durchsichtigen Deckel? Ja, nehme ich mal den, dann kann man es besser sehen und stelle es auch was schwächer. Und hier stampfe ich noch ein wenig, das ist jetzt auch nicht mehr so heiß. Man kann das ja so lange stampfen, wie man das möchte, ob das sehr stückig sein soll oder eher etwas cremiger. Ich werde noch ein ganz wenig von dieser Hafermandelmilch oder was das ist, ja, Hafermandelmilch hinzufügen. So. Und jetzt Muskatnuss. So, ich habe hier irgendwo eine Muskatreibe. Hier. Und Muskatnüsse habe ich auch hier. Das heißt, ich reibe jetzt einfach ein bisschen rein. So. Okay.
dann wieder weg. Und das Kartoffelsalbe auch. Und ich würde mal sagen, das Püree ist eigentlich meines Erachtens fertig. So, meine Wildpfanne, meine vegane Wildpfanne ohne Wild. So, das kann ich noch ein bisschen stärker stellen, noch mal ganz kurz. So, da kommt jetzt nämlich noch, da kommen jetzt noch Hefeflocken dazu. Die weiß ich gar nicht, also bei uns weiß ich jetzt nicht, ob es die irgendwo hier zu kaufen gibt. Ich kaufe die deshalb online und zwar in größeren Mengen. Das ist so, so sehen die aus. Kann ich das auch mal hier so zeigen? Und die machen so ein Essen immer noch so ein bisschen cremiger und geben dem, also ich weiß nicht, ob das Geschmacksverstärker ist, also ist auf jeden Fall meines Erachtens was Gesundes. Das ist was Gesundes natürlich. Und die machen so eine käsige Note so ein bisschen. Das heißt, die runden das Ganze ab. Den ganzen Geschmack runden die ab, diese Hefeflocken. Das wird ja auch oft, es gibt ja auch so Rezepte mit veganer Pizza und so. Dann machen die aus diesen Hefeflocken, unter anderem sind da Hefeflocken dann drin, eine Art Käseersatz, den die da so drauf geben auf die Pizza. So, also jetzt würde ich mal sagen, Essen ist fertig. Soll ich jetzt probieren? Okay. Normal probiere ich eigentlich selten. Ich lasse mich immer überraschen. Ich mache das aber jetzt mal. Ich probiere jetzt hier nur in der Mitte so ein bisschen von der Soße. Also ich finde es richtig gut. Schmeckt sehr gut. Okay, ich probiere auch das Püree. So. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk, aber schmeckt gut. Ich finde, das passt auch gut. Man kann natürlich jetzt noch ein kleines Salätchen oder so dazu machen. Würde ich mal sagen, da ist ja schon sehr viel Gemüse drin, also in diese Pilze und so weiter, die Lauchzwiebeln. Also ich würde sagen, man kann einen kleinen Salat dazu machen und dann hat man ein komplettes Essen. Mir reicht das oder uns reicht das aber jetzt so, wir essen das jetzt gleich. Also dann, das war jetzt mein allererstes Rezeptvideo und mein allererstes Video, wo ich einfach so frei irgendwas rede, was ich mir vorher gar nicht überlegt habe, also ganz neu auch für mich. Und ich freue mich, falls ihr jetzt noch dran seid, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn euch mehr Rezepte interessieren oder auch warum ich das gemacht habe, warum ich so viel Veganes esse oder eben auch fleischlos esse, dann seht euch doch gerne auch mein letztes Video dazu an. Und wenn euch, wie gesagt, das Ganze interessiert, so mein Kanal, dann abonniert den doch einfach. Rita Loves, ich freue mich sehr. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.